Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass uns die österliche Zeit in herzlicher Freude begehen und die Auferstehung unseres Herrn preisen, damit das Ostergeheimnis, das wir in diesen 50 Tagen feiern, unser ganzes Leben prägt und verwandelt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. In der ersten Lesung hören wir vom ersten Konzil der Versammlung aller Apostel in Jerusalem. Sie diskutieren die Zukunft der Kirche und kommen zusammen mit dem Heiligen Geist zu einer Lösung. In der zweiten Lesung zeigt ein Engel das himmlische Jerusalem, wo es weder einen Tempel noch Sonne und Mond gibt, aber die Gegenwart und Herrlichkeit des Herrn. Im Evangelium kündigt Jesus einen anderen Beistand an, den Heiligen Geist, den der Vater in seinem Namen senden wird. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen kamen einige Leute von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht nach dem Brauch des Mose beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun nicht geringer Zwist und Streit zwischen ihnen und Paulus und Barnabas entstand, beschloss man, Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen sollten wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und den Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen. Da beschlossen die Apostel und die Ältesten, zusammen mit der ganzen Gemeinde Männer aus ihrer Mitte auszuwählen und sie zusammen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas, genannt Barsabas, und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Sie gaben ihnen folgendes Schreiben mit: Die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, grüßen die Brüder aus dem Heidentum in Antiochia, in Syrien und Kilikien. Wir haben gehört, dass einige von uns, denen wir keinen Auftrag erteilt haben, euch mit ihren Reden beunruhigt und eure Gemüter erregt haben. Deshalb haben wir einmütig beschlossen, Männer auszuwählen und zusammen mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus zu euch zu schicken, die beide für den Namen Jesu Christi, unseres Herrn, ihr Leben eingesetzt haben. Wir haben Judas und Silas abgesandt, die euch das Gleiche auch mündlich mitteilen sollen. Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzuerlegen als diese notwendigen Dinge: Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden. Wenn ihr euch davor hütet, handelt ihr richtig. Lebt wohl. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ein Engel entrückte mich im Geist auf einem großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Die Stadt hatte eine große und hohe Mauer mit 12 Toren und 12 Engel darauf. Auf die Tore sind Namen geschrieben, die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels. Im Osten hat die Stadt 3 Tore und im Norden 3 Tore und im Süden 3 Tore und im Westen 3 Tore. Die Mauer der Stadt hat 12 Grundsteine. Auf ihnen stehen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt, denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Wort des lebendigen Gottes. Spricht der Herr, wer mich liebt, hält mein Wort. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden bei ihm Wohnung nehmen. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält an meinen Worten nicht fest. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte, ich gehe fort und komme wieder zu euch zurück. Wenn ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich.
Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, manche Worte, die irgendwann einmal gesprochen wurden, überdauern Jahrzehnte, Jahrhunderte. Zum Beispiel der erste. Es war ein Russe, der in einem, glaube ich, Sputnik, hat man das damals genannt, im Weltall, da um die Erde kreiste, Gagarin hat er geheißen, hat dann, als er wieder auf der Erde war, gesagt, nun war ich im Himmel, aber einen Gott habe ich nirgends gesehen. Ich kann mich erinnern, ich war damals im Studium, der Professor Singer hat spöttisch dazu gemeint, diesen Gagarin müsste man einen Kirchenlehrer nennen, denn es ist wahr, dass man Gott nicht finden kann, indem man die Erde umrundet oder zum Mond fliegt oder zum Mars. Gott findet man nicht ganz einfach so, dass man, je weiter man in das Weltall hineinstößt, immer näher zu ihm kommt. Nein. Das Weltall ist von Gott geschaffen. Er steht darüber. Wir finden Gott nicht ganz einfach, indem wir weitergehen, als wir sehen oder fliegen können. Wir finden Gott in dieser Welt. Das Reich Gottes ist schon da. Das Reich Gottes ist mit Jesus Christus gekommen. Und es ist nicht messbar, weder mit einem Längenmaß, Meter weit, Kilometer weit, noch mit Gewichten oder sonst irgendwelchen Maßeinheiten. Das Reich Gottes muss man suchen. Das hat uns Jesus so aufgetragen. Sucht zuerst das Reich Gottes. Alles andere wird euch dazugegeben, hat er gesagt. Das Reich Gottes suchen, und es ist im Kommen. Sonst hätte uns Jesus nicht aufgetragen zu beten im Vaterunser, dein Reich komme. Es ist also im Kommen. Nicht so, dass es vollendet wäre, wenn es da ist in dieser Welt. Und doch ist es schon real auch da, indem Gott als Herrscher auch in dieser Welt schon erlebbar wird. Und zwar in Menschen, die an Gott glauben. In Menschen, ja, in der ganzen Kirche, die an diesen Gott glaubt, der sich geoffenbart hat. Nicht so, dass sich der Mensch Gott ausgedacht hätte. Sozusagen wäre er dann ein Menschenwerk. Der Mensch macht sich seinen Gott selber. Das möchte man ja gerne.
Das hätten schon die ersten Menschen gerne wollen. Ist ihnen nicht gelungen. Im Gegenteil, sie sind abgefallen. Das Reich Gottes ist schon in dieser Welt, dort, wo Menschen an Gott glauben und Gott als ihren Herrscher anerkennen. Menschenreiche kommen und gehen. Adolf Hitler hat gemeint, jetzt mit ihm beginnt ein tausendjähriges Reich. Ein Professor, kann ich mir erinnern, hat nachher gesagt, ja, es hat ja wirklich 6 Jahre gedauert, das tausendjährige Reich. Nein, Menschenreiche sind Menschenreiche, die kommen und vergehen. Das Reich Gottes vergeht nicht. Das Reich Gottes ist sichtbar in dieser Welt schon. In dieser sichtbaren Welt, nämlich wenn wir die Gesetze, die uns Gott gegeben hat, und den Geboten und was Jesus uns noch dazu gesagt hat, wenn wir das anerkennen, dann ist das Reich Gottes schon anwesend. Nicht in vollendeter Form, aber doch real, unsichtbar schon da. Und jeder einzelne Mensch, ja die ganze Menschheit, hat die Wahl. Wen nehme ich an als Herrscher? Das muss sich jeder Einzelne fragen, auch unter uns jetzt. Will ich, dass Gott mein Herrscher ist? Will ich das, was Gott sagt, annehmen und tun? Nehme ich die Gebote Gottes an und versuche ich, Schritt für Schritt sie zu verwirklichen in dieser Welt, in meiner Welt? Ist Gott mein Herrscher? Vielleicht ist es gut, wenn wir an so einem Sonntag wie den heutigen uns fragen, erwähle ich Gott als meinen Herrscher? Ist das meine Wahl? Gelobt sei Jesus Christus. Ich denke, wir haben gewählt und deswegen können wir jetzt auch die Wahl bestätigen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, an die heilige katholische Kirche,
Im Atem des Geistes Gottes wenden wir uns zu Gott hin, der seine Kirche nie verlässt und die Welt erneuert. Wir beten um den Mut, das Wort Gottes unerschrocken und unverkürzt zu verkünden, für unseren Papst Franziskus, für alle Bischöfe, Priester und Diakone. Erhöre uns, Herr, erhöre uns. Erhöre uns, Herr, erhöre uns. Wir beten um die Kraft des Heiligen Geistes für einen jeden von uns, für unsere Gemeinde, für die Kirche und unsere Diözese. Erhöre uns, Herr, erhöre uns. Wir beten um die Weisheit in den Fragen, die unsere Welt umtreiben, für alle, die in Politik und Gesellschaft Verantwortung tragen. Erhöre uns, Herr, erhöre uns. Wir beten um die Kraft und Geduld, Leid zu ertragen und Versöhnung zu wirken, für alle Frauen und Männer, Kinder und Kinder, die an Leib und Seele verwundet sind und unter Krieg und Verfolgung leiden. Erhöre uns, Herr. Wir beten um die Vollendung im Himmel für unsere Verstorbenen, um die wir trauern. Besonders beten wir in dieser Messintention mit Frau Lengauer Maria zu Ehren der Gottesmutter und um Erhaltung der Feldfrüchte. Und Sterbetag in dieser Woche haben Anton Brunner, Caroline und Caroline Katzenschläger. Erhöre uns, Herr, erhöre uns. Guter Gott, dein Geist gibt uns den langen Atem, um auf das endgültige Kommen deines Reiches zu hoffen. Dafür danken wir dir und preisen dich in dieser Zeit und in Ewigkeit. Wir beten noch ein Gebet für Europa. Vater der Menschheit, Herr der Geschichte, sieh auf diesem Kontinent, dem du die Philosophen, die Gesetzgeber und die Weisen gesandt hast. Vorläufer des Glaubens an deinen Sohn, der gestorben und wieder auferstanden ist. Sieh auf diese Völker, denen das Evangelium verkündet wird, durch Petrus und durch Paulus, durch die Propheten, durch die Mönche und die Heiligen. Sieh auf diese Regionen, gekränkt mit Blut und der Märtyrer, berührt durch die Stimme der Reformatoren. Sieh auf diese Völker, durch vielerlei Bande miteinander verbunden und getrennt durch den Hass und den Krieg. Gib uns, dass wir uns einsetzen für ein Europa des Geistes, das nicht nur auf wirtschaftlichen Verträgen gegründet ist, sondern auch auf menschlichen und ewigen Werten. Ein Europa fähig zur Versöhnung zwischen Völkern und Kirchen, bereit, um den Fremden aufzunehmen, respektvoll gegenüber jedweder Würde. Gib uns, dass wir voll Vertrauen unsere Aufgabe annehmen, jenes Bündnis zwischen den Völkern zu unterstützen und zu fördern, durch das allen Kontinenten zuteil werden soll, die Gerechtigkeit und das Brot, die Freiheit und der Frieden. Amen.
Rettet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr und Gott, lass unser Gebet zu dir aufsteigen und nimm unsere Gaben an. Reinige uns durch deine Gnade, damit wir fähig werden, das Sakrament deiner großen Liebe zu empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte in seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred, und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns nun zusammen beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ja, wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Zu den Aposteln hat Jesus gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir, Herr Jesus Christus, Auferstandener, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Geben wir auch einander ein Zeichen des Friedens. Thank you.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns durch die Auferstehung Christi neu geschaffen für das ewige Leben. Erfülle uns mit der Kraft dieser heilbringenden Speise, damit wir das österliche Geheimnis in uns reiche Frucht bringen kann. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Verlautbarungen für die Woche. Heute 9.15 Uhr Pfarrgottesdienst und um 11 Uhr die Taufe von Marie Katzenschläger. Montag, dem 27. Mai, ist der erste Bittag. Um 7.15 Uhr Bittgang und Heilige Messe über Hofing. Am Dienstag, der zweite Bittag, um 7.15 Uhr Bittgang und Heilige Messe zum Weißen Kreuz mit den Volksschülern. Am Mittwoch, der dritte Bittag, 7.15 Uhr Bittgang und Heilige Messe über Hochgarten. Am Donnerstag feiern wir Christi Himmelfahrt. 7.30 Uhr Heilige Messe, 9.15 Uhr Pfarrgottesdienst und um 14 Uhr die Maiprozession zur Hofingkapelle. Am Samstag, am Freitag 7.15 Uhr Heilige Messe und am Samstag wieder um 8 Uhr. Wir feiern den heiligen Justin. Nächsten Sonntag, siebter Sonntag nach der Osterzeit, 7.30 Uhr Frühmesse, 9.15 Uhr Pfarrgottesdienst und um 11.15 Uhr Taufe von Elias Naderer. Die Bittprozessionen in dieser Woche finden wieder Montag bis Mittwoch statt. Besonders Volksschüler sind am Dienstag zur Teilnahme eingeladen. Zur Maiandacht am Mittwoch bei der Fichtauer Kapelle um 19.30 Uhr und zur Maiprozession am Donnerstag zur Hofingkapelle um 14 Uhr wird herzlich eingeladen. Zur Kinderwortgottesfeier ins Pfarrheim lädt das Kinderliturgieteam nächsten Sonntag um 9.15 Uhr ein. Die Fußwallfahrt nach Sonntagberg wird auf Oktober verschoben. Der neue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Danke für die Vermeldungen. Es ist also in dieser Woche sehr viel. Bittage. Lasst uns bitten. Wir dürfen nicht fordern von Gott, sondern bitten können wir an ihn richten. Und da haben wir eine ganze Menge. Zunächst für die Feldfrüchte. Um die Feldfrüchte bitten wir, dass sie wieder gedeihen mögen in diesem Jahr. Wir bitten auch um andere Dinge, um den Zusammenhalt, um die Gemeinschaft in Christus. Und dann das Fest Christi Himmelfahrt, ein großes Fest, ein Fest der Dankbarkeit und ein Fest der Zukunft, denn Christus ist uns vorausgegangen in den Himmel und dort ist auch unser Ziel. Bereiten wir uns darauf vor, und freuen wir uns am Fest Christi Himmelfahrt. Und dann ist auch die Maiprozession eine traditionelle Prozession zur Hofingkapelle, bei der immer sehr viele teilnehmen. Bitte um die Teilnahme, sehr zahlreich. Gut. Bleibt noch eines, um den Segen bitten, das andere, das wissen Sie selber, was heute noch ansteht.
Der Herr sei mit euch. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.